ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ja, der kleine Mann ist gerade ein bisschen motzig, ne? Aber Mama ist da. Ich habe ihn gerade das allererste Mal 5 Minuten alleine gelassen. 5 Minuten waren es nicht mal, ich glaube 3 oder 2, 3, 4 Minuten alleine gelassen, denn ich bin in den Wäscheraum gegangen und habe eine Wäsche angeschmissen. Ich wollte ihn einfach mal alleine lassen und gucken, wie er sich so verhält. Ich habe die Kamera hier aufgestellt. Eigentlich wollte ich das nicht mit hier in den Vlog reinnehmen, aber ich wollte eigentlich nur gucken, ja, was er in der Zeit halt macht, um, ja, einfach mir das mal anzugucken, ob er halt voll durchdreht oder keine Ahnung. Das werde ich jetzt einfach ein paar Mal am Tag machen, ihm das halt irgendwie jetzt so beibringen, dass alleine sein auch nicht schlimm ist und dass wir immer wiederkommen. Also wenn ihr wollt, können wir euch das gerne jetzt mal einblenden. Ich weiß nicht, ob Kobi das reinschneidet oder nicht oder ob ich es reinschneide. Schauen wir einfach mal. Auf jeden Fall, neuer Tag, neues Glück. Heute ist Mittwoch und wir haben gerade 12 Uhr und schon sage und schreibe 34 Grad draußen. Heute sollen es bis zu 38 Grad werden. Und morgen bis zu 39 Grad. Hammer? Ne, gar nicht. Morgen bis zu 40 Grad, am Freitag bis zu 39 Grad und am Samstag 32 Grad mit Gewitter. Woo! Am Wochenende. Sehr schön. Ach Mensch, 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 Mensch. Ja, was steht heute an? Ich muss mich gleich auf jeden Fall fertig machen. Da werde ich den kleinen Spatz mit hochnehmen. Das dauert nämlich nicht nur 5 Minuten. Ich muss meine Haare machen und mich schminken. Wir haben nämlich heute einen Termin in Köln, wo wir euch auch mitnehmen. Und Juli kommt da auch mit. Das erste Mal außerhalb des Hauses, wo er sich benehmen muss und zeigen muss, dass er Manieren hat, ne? Ich habe gerade eben gefrühstückt. Ich habe mir ein bisschen Rührei gemacht. Ich bin jetzt schon den ganzen Tag bzw. die ganze Zeit am Überlegen, wie ich das mache mit dem Gassi gehen, weil ich ihn irgendwie nicht wirklich rauslassen will, doch will eigentlich schon, aber nicht kann, weil es ist unfassbar heiß draußen. Also jetzt nicht die Luft, sondern die Steine. Und seine Pfötchen sind ja noch mega empfindlich, auch für ausgewachsene Hunde, wo die Pfötchen nicht mehr empfindlich ist, ist das mega gefährlich. Also wirklich, ich habe mich mal hingesetzt und meine Hand auf die Steine getan und meine Hand hat sich echt den Hintern verbrannt, würde ich mal so gut sagen. Also schon echt sehr, sehr heiß draußen auf den Steinen. Und ich habe noch nicht wirklich eine Stelle gefunden, wo viel Schatten ist. Muss ich mich mal... Ja, muss ich mal schauen, wo ich hingehe. So, ihr Lieben, ich bin jetzt schon ready gemacht. Das habe ich vorhin schon gemacht, während der Kleine oben geschlafen hat. Und ja, er liegt jetzt hier gerade, ist angeschnallt auf seinem Sitz. Wir sind jetzt gerade in den Wald gefahren. Wir waren nämlich heute, wir haben jetzt... Wie viel haben wir? 2 Uhr. Er ist einmal draußen. Er hat auch bis jetzt nur einmal Pipi machen müssen. Deswegen bin ich mit ihm jetzt so 10 Minuten in ein Waldgebiet gefahren und werde jetzt hier ein bisschen mit ihm laufen, damit er ausgepowert ist, Kaka und Pipi machen kann. Ich habe hier wie so einen Backpacker so eine Tasche dabei. Jetzt gehen wir aber erstmal. Ich habe da gerade ein bisschen Wasser ausgeschüttet aus seiner Trinkflasche, was er nicht mehr trinken wollte. Ich konnte das nicht zurückkippen, weil das dreckig war. Und jetzt kratzt er da die ganze Zeit dran rum. Hey Spatzi, wie siehst du aus? Zeig dich mal. Wie siehst du aus? Du hast ja überall Dreck. Du hast ja überall... Oh, am Hintern ist so viel Dreck. Ja, ja, ja. Am Hintern. Zeig mal deine Nase. Deine Nase. Wo steckst du denn? So, 10 Minuten später. Wir sind jetzt ein paar Minuten gegangen, beziehungsweise haben uns auf den Boden gelegt und die ganzen Sachen hier beobachtet, die hier so sind. Ist natürlich alles mega neu für ihn, voll verständlich. Er ist mega aufgeregt und lässt sich irgendwie von allem ablenken. Jeder Tannenzapfen wird hier untersucht und jede Fliege wird skeptisch angeguckt und hinterhergerannt. Natürlich kommen jetzt 100 Autos. Nicht einmal ist ein Auto gekommen. Sekündchen. Ich wag's zu bezweifeln, dass er jetzt Kaka oder Pipi macht, weil er einfach viel, viel, viel zu abgelenkt ist. Aber Hauptsache, er kommt einfach jetzt mal raus. Und das ist so putzig. Sein Fell ist ja jetzt schon mittlerweile so lang und dick. Überall bleiben die ganzen Blätter hängen. Guckt euch mal seinen Hintern an. Alles voller Blätter. Ja, ja, müssen wir dich nachher gut sauber machen zu Hause, ne? Ja, ja. So, Spatzi. Ist gut. Ist gut. Ich habe hier übrigens so eine lange Schleppleine dabei, damit ich ihm ein bisschen was Auslauf gewähren kann. Komm, Schatzi, jetzt ist gut mit der Knabbern. Naja, ich kümmere mich mal. So, ich weiß gar nicht, hat man mich hier in dem Vlog schon gesehen? Nee, ne? Wenn, dann hallo. Wir sind zu Hause angekommen, wir hatten einen Termin in Köln. Hallo, Babe, hallo, 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 hallo. Guck mal, wenn ihr irgendwie im Handy ist, die checkt gar nichts einfach. Ich habe gedacht, hallo, wir waren auf einem Termin in Köln. Hallo, Babe, hallo, hallo, hallo. Ja, super, danke. Auf jeden Fall sind Lulu und Anis gerade gekommen. Was geht ab?
Hallo? What's poppin'? Hallo, hallo. Oh mein Sie wollten Gott. Auch ich endlich mal. Auch Sie wollten endlich mal Juli treffen und der kleine Mann liegt da vorne auf den kalten Fliesen und schläft ein bisschen. Er war sehr aufgeregt, beziehungsweise es war ein sehr aufregender Tag für ihn. Er hat viel erlebt. Wir waren ja das erste Mal mit ihm richtig draußen. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Wir hatten einen Termin mit der Firma und da musste er auf jeden Fall mit, weil wir ihn ja jetzt nicht irgendwo hingeben konnten. Das hat er echt gut gemacht. Ja. Sind wir sehr stolz auf ihn auf jeden Fall. Es wird ja auch jetzt öfters passieren, dass er auf irgendwelche Termine mitkommen muss. Von daher haben wir ihn so schnell wie möglich direkt dran gewöhnt und er hat es echt gut gemacht. Aber jetzt kommen bestimmt wieder die ganzen Leute. Ihr befordert den Hund. Sorry. Ja. Da musste ich halt Sorry. Relativ schnell... Ja, so voll viele Leute sagen halt einfach, ihr behandelt ihn wie ein Menschenbaby. So, aber wenn wir ihn behandeln dann wie ein Hund, dann muss der Hund damit klarkommen, einfach mit uns mitzukommen. Ja. Das so. Ist halt, da muss er sich halt relativ schnell dran gewöhnen einfach. Ja, wenn wir ihm das jetzt schon beibringen, ich sag's euch Leute, er ist einfach froh, wenn wir in der Nähe sind. Egal wo wir sind, wenn wir da sind, er legt sich hin und schläft einfach. Mhm. Ist ja nicht so, dass der irgendwo draußen einfach total überfordert ist und so voll weint oder so. Er chillt einfach, schläft, guckt ab und zu, ob wir noch da sind, schläft weiter. Auch jetzt gerade, wir hatten ein paar Gespräche und so, saßen am Tisch und er hat einfach unterm Tisch einfach gepennt. Dann hat er eine Stange bekommen, hat ein bisschen geknabbert und so, beste Leben. Jetzt haben wir gerade Pizza bestellt. Ja, wir waren eben noch ganz kurz einkaufen, als wir vom Termin wiedergekommen sind. Und Mona hat ja eben, weiß ich gar nicht, hat sie das schon erzählt? Ich weiß nicht, ihr werdet es ja auch im Titel lesen. Mit dieses Undercover gefilmt, ne? Und wir wollten das auf jeden Fall gleich nochmal machen, wenn wir jetzt einfach hier nach dem Essen alle gehen, was der Kleine dann macht. Das ist irgendwie voll spannend, so, weil der ist ja jetzt wirklich das erste Mal dann so kurz alleine zumindest. So, ihr Lieben, wir sind jetzt noch eine Runde gehen. Wir sind gerade noch eine Runde am Gehen. So wollte ich sagen. Die letzte Abendrunde. Lulu ist mit dabei. Hallo. Die Jungs sind oben. Wir zwei gehen jetzt mal alleine heute. Hm? Juli? Juli? Hey, Spatz, komm hier. Ja, fein. Er läuft mittlerweile schon richtig gut abends. Mittags noch nicht, aber das kriegen wir auch noch hin. Ich denke, abends einfach, weil es ruhiger ist und er einfach entspannter sein kann. Und an der Laterne bleibt er immer stehen. Ja, musst du mal gegenpinkeln. Markier dein Revier, Schwatz. Jetzt aber rein hier. Ja, fein. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist der nächste Tag. Und ja, wir haben gestern eigentlich nicht mehr viel gemacht. Wir haben ja gezeigt, dass wir noch, ich glaube die letzte Szene war, dass wir noch Gassi gegangen sind. Genau, danach sind wir reingekommen. Juli ist dann auch direkt eingeschlafen und die zwei haben es dann auch relativ schnell wieder auf den Weg nach Hause gemacht. Wir haben jetzt, wie gesagt, den nächsten Tag, 9:30 und wie versprochen, werden wir jetzt noch einmal mit der Kamera aufstellen und Juli nochmal alleine lassen. Wollten wir eigentlich gestern nochmal machen, aber ja, wir waren dann halt ja doch noch unterwegs und das war genug Aufregung für ihn, deswegen dachte ich mir, komm, üben wir das heute nochmal. Deswegen stelle ich die Kamera jetzt einmal auf und wir gucken zusammen, was er so treibt.
Eine Spazier. Mama muss jetzt nochmal weg. Mama ist jetzt nochmal kurz weg. Guck mal hier, nimm dein Nuff-Nuff. So, Mama kommt gleich wieder, ne? Mama, mach mal den Fernseher an. Unheimlich hier, ne? Dann hörst du wenigstens was. Okay, ich habe mir gerade die Aufnahme mal kurz angeschaut. Ja, mega süß. Ja, ich bin noch wieder da. Er hat ja eigentlich die ganze Zeit gespielt. Dann irgendwann hat er gemerkt, okay, sie ist weg. Kurz geguckt, okay, keiner mehr da. Er wollte dann wieder spielen gehen und dann bin ich ja wiedergekommen. Also eigentlich sehr, 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 sehr süß. Aber gut, hiermit beende ich dann auch den Vlog. Das war dann auch jetzt die letzte Aufnahme. Können wir irgendwann, wenn ihr darauf Lust habt, sehr, sehr gerne nochmal machen, dass wir einfach eine Kamera laufen lassen, wenn wir, keine Ahnung, mal eine halbe Stunde oder so weg sind. Ich weiß es nicht. Dann schreibt sehr gerne mal Kamera in die Kommentare. Dann wissen wir Bescheid, dass ihr sowas öfters sehen wollt. Dann war es das mit dem Vlog auch. Wir sehen uns hoffentlich morgen zu einem neuen Vlog. Wir machen ja momentan Daily Vlogs. Also seid immer schön aktiv. Das freut uns auf jeden Fall sehr, sehr, sehr. Sehen wir auch momentan, dass ihr sehr, sehr, sehr aktiv seid und ihr Bock darauf habt. Also lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen lieben Kommentar. Hier unten könnt ihr uns gerne kostenlos abonnieren. Auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und dann, ja, dürft ihr uns allen dreien sehr, 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 sehr gerne noch auf Instagram folgen. Ist hier alles eingeblendet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video bzw. Vlog. Im Namen von mir und Kobi, wir haben euch ganz alle lieb. Tschüss!